Meine Lieben, die ZP10 in Englisch steht Ende Mai an und du fragst dich jetzt vielleicht, warum soll ich mich jetzt schon damit auseinandersetzen? Ich sag's dir, weil nämlich, wenn du jetzt schon anfängst, hast du am Ende des Schuljahres viel weniger Stress. Wir wollen jetzt auch noch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, wie du genau lernst dafür. Ich will dir einfach erzählen, dass ich auf meiner Homepage einen Artikel geschrieben habe, wo die wichtigen Inhalte, die inhaltlichen Vorgaben für die ZP10, für den EESA, also für den Hauptschulabschluss und den G-Kurs und für den MSA, den E-Kurs und fürs GYM drinstehen, also für den Realschulabschluss. Diesen Artikel verlinke ich, genauso wie die anderen Artikel, die ich jetzt zur ZP10 schon geschrieben habe und wo ich auch Videos zu gemacht habe, damit du sie dir anschauen kannst. Und je früher du damit loslegst, umso besser. Vielleicht hier ein kurzer Abriss von dem, was dich erwartet in der ZP10. Du hast zwei Prüfungsteile. Einmal Hörverstehen, dann Leseverstehen. Da integriert ist ein Wortschatzteil und du hast einen Schreibteil, wo auch nochmal dein Wortschatz abgeprüft wird. In den ersten Aufgaben musst du vor allen Dingen Fragen beantworten, entweder Ja-Nein-Fragen, War-Falsch-Fragen, Multiple-Choice. Manchmal musst du ein Wort ergänzen oder du musst Wörter ausschließen, so wie bei Wer wird Millionär, oder einen Beleg aus dem Text raussuchen, der deine Antwort unterstützt. Beim Schreiben hast du eigentlich immer diesen Dreischritt von Textverständnis sichern, indem du eine Summary schreibst oder indem du etwas beschreibst. Danach geht es um eine Erklärung, also etwas tiefergehend arbeiten mit dem Text. Und danach geht es um Weiterführen des Textes, entweder in Form von einem Brief, in Form von einem Blogbeitrag, in Form von einem Comment. Geschichte weiterschreiben, Perspektivwechsel, gab es alle schon. G-Kurs und HSA haben etwas leichtere Aufgaben, haben aber auch natürlich eine halbe Stunde weniger Zeit. Und MSA, mittlere Reife und GYM haben ein bisschen mehr Zeit, haben aber auch dafür natürlich schwerere Aufgaben. Zum Lernen, es gibt natürlich die finale Hefte, die Starkhefte. Ich überlege in diesem Jahr auch, ob ich einen eigenen Prüfungstrainer schreiben soll. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Ja, je früher du anfängst, umso besser. Schau dir alte ZP10 an, arbeite die durch, übe diese Schreibaufgaben vor allen Dingen und arbeite an deiner Sprache. Ich sehe als Englischlehrer immer wieder ZP10, die wirklich furchtbar geschrieben sind. Es gibt leider viele Schüler, die grammatikalisch und in Sachen Wortschatz unglaublich schwach sind und die Sprache nicht flüssig benutzen. Es ist langweilig, die Texte zu lesen. Es ist so wie, als würde ich sagen, und dann, und dann, und dann, und dann. Es gibt eine Menge Punkte dafür, dass du deine Sprache etwas kreativ einsetzt, etwas abwechslungsreich einsetzt, komplexere Sätze bildest. Und wenn du das übst, kannst du eine Menge Punkte damit bekommen. Und manchmal oder oft ist das auch der Unterschied zwischen einer 4 und einer 3 oder zwischen einer 3 und einer 2. Ich würde sogar sagen, du kannst eine 2 eigentlich nicht bekommen, wenn deine Sprache nicht auch halbwegs vernünftig ist. Also nutz die Zeit, schau Filme auf Englisch, schau Serien auf Englisch, schau Nachrichten auf Englisch, lies vor allen Dingen auch Texte auf Englisch, Nachrichten, Bücher, was auch immer. Klar sind oft Social Media Accounts auch auf Englisch, aber die benutzen nicht die Sprache, die du in der ZP10 abliefern sollst. Lieber auf andere Medien zurückgreifen. Als nächstes kommt Mathe dran. Also solltest du dranbleiben, denn Mathe ist für die meisten Schüler so das Angstprüfungsfach. Ich hoffe, ich kann dir im nächsten Video schon ein bisschen die Angst davor nehmen. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleib gesund und viel Erfolg bei deiner Vorbereitung und natürlich einen guten Start ins Schuljahr.